Ja, hi Freunde, hier ist Heuwolf. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, wir sind wieder bei der Runde Overwatch. Und wir haben, wie ich gerade sehe, eine Lootbox. Ich weiß gar nicht, warum wir die gar nicht aufgemacht haben. Aber wir werden sie natürlich aufmachen. Und wir gehen erstmal reiben und reiben und reiben. Leute, ich ziehe immer so eine Scheiße. Wenn ich jetzt so einen goldenen Skin ziehen würde, das wäre halt natürlich richtig cool. Und wenn ich Glück habe, oder bei meinem Glück, werde ich wahrscheinlich einen doppelten ziehen. Also schön reiben und Glück. Ein Lilana ist auch in Ordnung. Ah, nein. Habe ich irgendwas schon? Nein. Ach komm, das ist nur ein Intro, Leute. Ach nein. Ah, und blauen Skin, wundervoll. Ja, dann gehen wir den wenigstens ausrüsten. Den haben wir scheinbar noch nicht. Was haben wir hier? Nee, das will ich jetzt nicht. Huah! Okay, gehen wir auch mal ausrüsten. Ich glaube, den haben wir nämlich noch. Nee, sonst wird es ja dort nicht stehen. Okay, ist nicht so schlimm. Freunde, ich wurde öfters gefragt, Mofa, kannst du mal ein bisschen mehr Mercy spielen? Ein bisschen mehr Medic. Mache ich natürlich, selbstverständlich. Oh, wir haben einen neuen Brawl der Woche. Freunde, ich wollte zusammen mit euch... Was ist denn das? Ah, nee, ich will das jetzt nicht spielen, weil ich jetzt nicht weiß, was es ist. Ich spiele es vielleicht mal an und dann im nächsten Folge werde ich es vielleicht mal zusammen mit euch spielen. Okay, wir gehen... Rangliste ist vielleicht nicht so gut. Wir gehen erstmal eine Schnellsuche. Rangliste werde ich vielleicht dann mit Kaki und ein paar anderen Mates vielleicht ein bisschen spielen, dass wir hier ein bisschen, ja, schneller nach oben kommen. Aber wir gehen definitiv, falls wir nicht in ein laufendes Match reinkommen, werden wir auf jeden Fall ein bisschen Mercy spielen und vielleicht ein bisschen Soldier. Das sind so die zwei häufigsten Champions, die sich immer gewünscht wurden. Soldier und Mercy. Ah, Nepal. Ja, ist auch okay. Freunde, Gamescom steht ja bald wieder vor der Tür. Wer ist denn von euch dabei? Ist irgendjemand von euch überhaupt dabei? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal, die meisten Leute schauen hier bloß Robocraft. Ich weiß es nicht. Deswegen, vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Gamescom dabei ist. Was fangen wir denn an? Wir haben hier Soldier, wir haben keine Tanks, keine Unterstützungshelden. Ich werde einen Unterstützungsheld spielen. Da soll sich einer von den Pharas sehen. Scheiße, Leute, es geht ja schon los! Nein, und ich capture halt gleich. Ah, sorry, Freunde, aber er kann jetzt leider nichts dafür, dass wir schon laufendes Match einjoinen. Ah, ja, ja. Okay, hier ist wieder alles defekt. Oh, scheiße. Heil, komm her, Kollege! Stunzi, Stunzi, Stunzi! Sehr schön. Au, 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 au. Was war denn das hier? Los, Widowmaker. Los, Widowmaker. Scheiße. Ah, ich sehe schon wieder. Es wird ein brutal schweres Match hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Schnell, 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 schnell. Auf den Medic, auf den Medic. Oh oh. Helden sterben nicht, mein Freund. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter, 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 weiter. Oh oh. Wir müssen weg, wir müssen weg. Kommt schon, baut doch eine Wand auf. Er kann sie natürlich verstecken, ja? Ah, schade, schade, schade. Ja, viel hat nicht mehr gefehlt. Meine ganzen Mates sind hier natürlich alle defekt. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Kann ich hier zu denen fliegen? Komm schon. Ah. Sind alle angekratzt. Ich habe meine Ulti vergeudet, nur für einen. Für einen. Hey! Hey, hey, hey! Oh mein Gott, really? Ich habe doch die Steps gehört und ich habe ihn aber nicht gesehen. Er kämpft hier echt rum, es ist unglaublich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Freunde, wir müssen hier ein bisschen was reißen. Aber die pushen uns schon, oder die raten schon zu uns in die Base rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Los, Widowmaker! Und schön weiter, und schön weiter, und schön weiter. Wir capturen, wir capturen. Oh mein Gott, das ist ja amazing. Wir müssen auf den Spot unbedingt. Alles gut, alles Paletti, alles Paletti. Oh mein Gott, komm schon, komm schon, komm schon. Ihr dürft doch hier nicht alle wegsterben. Oh oh. Sehr schön. Leute, wir können gleich wieder boosten. Wir können gleich wieder boosten, ne? Ah, das ist wieder nur May hier. Oh oh. Können wir schon wieder jemanden wiederbeleben? Komm, frier sie ein, May! May, was ist mit dir los? Oh mein Gott, Tracer brettert mich zu Tode. Unglaublich.
Komm schon, komm schon, komm schon. Leute, es wird ein spannendes Match. Es wird ein sehr, sehr hartes Match. Ich hoffe, es gibt noch eine Rückrunde. Er rackt mich echt noch mit seinem Fünferschuss weg. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Komm schon, komm schon. Meine Mates sind tot. Drei Leute tot. Einer schwer verletzt. Komm schon, komm, komm hier, komm her. Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Aufheben, aufheben. Und jetzt will ich was sehen. Jetzt will ich hier ordentlich was sehen. Ah, scheiße. Oh, oh, und weg, 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 weg. Ah, scheiße. Ah, das ist natürlich immer brutal schwer, wenn die hier direkt auf den Medic gehen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Zufall war. Nee, es war so ein Luckshot. Es war wirklich ein Luckshot. Verlängerung, komm schon. Wir müssen capturen. Komm her, ich kann nicht porten. Oh, das war schon wieder scheiße. Okay, war keine gute Match, kein gutes Match. Aber ich hasse es auch wirklich, wenn ich mitten in ein laufendes Game join. Ah, das war ihr Glück hier. Ich will gar nicht schauen. Na, ist egal. Nicht flamen. War der von uns? Ich will es nochmal schwer hoffen. Ja, der war tatsächlich von uns. Ja, von uns sind schon wieder drei Leute geraged. Oh, hat er schön gemacht. Mega schön gemacht. Auch wenn jetzt hier nur immer die Ultis angezeigt werden, was ich eigentlich ziemlich kacke immer finde. Ah, minus RIP. Also Medic muss immer nach oben, Freunde. Medic muss immer nach oben. Ja, wir haben hier nichts getaucht. Wir haben Heilung 2182. Aber wir sind in den Lauf des Match gekommen, muss man wohl dazu sagen. Ne? Und wir haben fast so viel geheilt wie der andere Medic. Wiederbelebte Spieler, gut. Der H2 ist jetzt nicht so overskilled, aber wir mussten uns ein bisschen beeilen. Und mussten auf jeden Fall einen Spot halten. Zumindest wollen wir es probieren, den Spot zu halten. Dorado! Okay, dann schauen wir doch mal. Ah, Level 93 im Gegnerteam. Das wird schon wieder schwer. Wollen wir Soldier spielen? Okay, wir haben Medic dabei. Wir nehmen Soldier. Wir haben keinen Tank. Ich habe die Befürchtung, dass sehr, sehr ungerne Tanks gespielt werden. Und wenn, dann werden immer nur das Schwein gespielt. Aber Freunde, probiert's mal mit Tiva. Wirklich, sie ist enorm schnell. Sie hält viel aus. Wenn sie tot ist, also beziehungsweise der Bot tot ist, macht diese Frau in Tiva drinnen, die in Tiva drin steckt. Ich nenne es einfach mal ihr Baby. Macht gut Schaden, also macht sie wirklich sehr gut Schaden. Mit Soldier habe ich ja auch schon ziemlich hart gerockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt gebacken bekomme. Hi! Ah, scheiße. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte. Ah! Ich wollte doch nur Hallo sagen. Was mir auffällt, ich habe immer noch den originalen Standard-Skin, glaube ich. Danke auch. Hat sie gesagt, Barriere aktiv, geh weiter. Krack. Wird schwer. Eigentlich bräuchten wir hier einen Geschützturm. Wir hätten sogar einen. Wir haben keine Medic. Doch, wir haben Medic. Können wir vielleicht schon was sehen? Nee, ist noch nichts da. Normalerweise ist ja hier oben ein geiler Spot hier für Bastion oder so mit Reinhardt. Wirklich schwer zu knacken. Okay, Kollege, gib mir ein Schild. Wir feuern gleich rein. Die werden nach links laufen, beziehungsweise nach rechts von denen aus gesehen. Und los geht's! Ah, das war ein bisschen früh wahrscheinlich. Oh, da hat er verschoben. Oh, da hat er komm schon, komm schon! Oh, Freunde, die haben voll gehittet. Oh, fuck, komm schon! Oh, fuck, jetzt wollte ich es noch probieren. Ah, wenn euch das Schwein am Haken hat, dann ist wirklich schwer, was dagegen zu machen. Also mit May geht's noch relativ gut. Die kann sich dann als Eisklotz machen. Aber als Soldier ist es schon sehr, sehr schwer. Ey, hier oben war doch ein Geschützturm, oder? Noch bin ich nicht tot. Ah, ich glaube, das wird schon wieder ein Lust. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Was spielt der Level 93? Er spielt hier diesen Revolver-Typen. McCree? McRae? Wie heißt er? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich es mir echt schon langsam merken. Hier drin ist doch was. Ah, Leute, es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele. Also, es werden wir gnadenlos wieder verlieren. Ah, wir hatten sogar noch einen Troll da und der hat halt auch nichts gebacken bekommen. Ei, 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 ei. Oh, das geht sogar zurück, das Auto.
Hier wird's aber schwer. Wir können eventuell sein, dass wir nochmal umswitchen müssen auf Bastion oder so. Da könnten wir hier vielleicht richtig zerreißen. Irgendwann müssen wir auch aufpassen, weil da wird der Spawnpunkt hier hinten sein. Das heißt, die könnten dann direkt neben uns spawnen, eventuell. Oh, scheiße, das war natürlich richtig kacke. Nein, komm schon! Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ei, ei, ei. Ich habe mir schon fast gedacht, dass er, wenn er schon so weit vorpusht, dass er dann hier irgendwas wrecken will, beziehungsweise seine Ulti hat. Ah, kein gutes Ründchen bis jetzt. Aber das kriegen wir noch gebacken. Ah, jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass meine Schüsse nicht angezeigt werden. Das hatte ich schon im Stream, das Problem. Wir hätten immer noch Ulti. Oh mein Gott, komm schon! Leute, wie viel HP hatte ich denn noch? 2? Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie viel HP ich noch habe. Er hat mir jetzt wirklich so hart gegeben. Wir haben jetzt Ulti. Wir haben Ulti, wir haben Ulti. Wir müssen sie benutzen, wir müssen sie benutzen. Oh mein Gott, really? Ah, manchmal kriege ich so wirklich den Hass auf dieses Spiel. Ich frage mich manchmal, also ich sollte echt Honzo spielen. Ich weiß, er heißt Honzo, aber ich sag Honzo oder ich nenne ihn halt einfach, wie ich das möchte. Oh mein Gott, er wreckt mich wirklich noch. Ich wurde wiederbelebt. Oh mein Gott, der Schwein wreckt hier richtig hart gerade. Oh mein Gott. Ey, Freunde, ich krieg heute nichts gebacken. Sorry, aber die sind mir gerade wirklich zu overpowered. Es gibt's doch nicht. Da kriegt man immer hier so richtig den Prass auf dieses Game. Manchmal geht's... Hier oben ist jetzt halt noch ein Bastion, aber der war von uns, oder? Jetzt müssen wir irgendwas reißen. Jetzt wird es ziemlich eng hier. Ach du Kacke, hier oben haben wir schon wieder Honzo. Komm nochmal hoch. Das war mir so klar. Wo ist er denn jetzt? Wo ist der jetzt hin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viel Pech muss man haben, Freunde? Ich nehme jetzt Diva. Ich taug hier gerade nichts mit der. Mit Soldier. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall switchen, ne? Es ist mir ein Rätsel, wie die das tatsächlich immer machen. Oh, 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 oh. Und das war's, Freunde. Scheiße. Nichts getaucht. Wie viele Kills haben wir gemacht? 2 Eliminierungen. Ah, ja, ja, Freunde, das ist wirklich richtig, richtig schlecht. Wir haben ein gutes Team gerade. Wir haben ein sehr gutes Team. Sie schreiben gerade GGG. Wäre ich jetzt nicht dem LP, würde ich jetzt schreiben FU. Ja, selbstverständlich. Natürlich ist immer Hondo der Player of the Game. Ich hoffe, er wird bald genervt. Ich hoffe, er wird bald genervt. Es ist unglaublich. Er drückt One-Clicks, ist so... Siegfried, 6 Haken, 6 Hakentrepper. Krieg gleich wieder Minus-Rap. Freunde, das war nicht schön. Ich will jetzt mal schauen, ob wir jetzt hat Aufklärungsassists. Ich will jetzt gleich nächste Runde. Jetzt spielen wir Angriff. Jetzt nehme ich hier mal meinen Champion, den ich will. Jetzt nehme ich mir mal. Was hat denn der andere gespielt? Revolver-Dude. Das war der Level oder der High-Leveler mit Level 93. Der andere wird wieder Hondo spielen, weil das Play of the Match war. Was werde ich dann spielen? Vielleicht eine Pharah? Eine Pharah Junkrat. Oder eine Mei. Wäre schon fast wirklich für eine Mei. Ah, der Level 93 ist außen. Ah, ich weiß nicht, ob so gut ist. Es ist halt Defensiv-Tank, ne? Ja, wobei Junkrat auch, und der macht halt richtig Schaden. Also ich tendiere gerade zwischen Pharah und Mei. Wir nehmen eine Mei. Wir probieren es einfach.
Achso, wir müssen kurz warten. 11 Sekunden. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich bin ja gewohnt, immer, wenn man Verteidigung ist, beziehungsweise wenn man Angriff ist, dann darf man doch schon immer vorher los. Ach, ich weiß gerade auch nicht. Okay, Freunde. Nein! 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 Das ist immer. Wenn wir vorher Soldier gespielt haben, dann will ich immer rennen und dann passiert nämlich ganz genau immer das, dass ich mich zum Eisklotz verwandle. Aber schaut mal meinen coolen Skin an. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den schon gezeigt habe hier. Ah, yes! Feuerwehr, Frau! Wundervoll. Okay, das finde ich schön, dass du das so siehst. Ja, und Freunde, by the way, ich weiß, die meisten werden wahrscheinlich schon kennen, aber vielleicht schauen gerade noch welche zu, die es noch nicht kennen. Freunde, ihr könnt Leute boosten. Ihr könnt Leute boosten, wenn der zum Beispiel hier stehen bleibt, 10 stehen bleiben würde, zum Beispiel... Ah, scheiße, jetzt hat es nicht geklappt. Aber dann könnt ihr die Leute hier auf diesen Eisberg draufpacken, ne? Und könnt die dann zum Beispiel an Positionen fingen, bringen. Zum Beispiel Torbjörn ist so einer. Der kann hier nicht an hohe Objekte kommen und damit könnt ihr ihn so ein bisschen boosten, ne? Was eigentlich sehr, sehr nice ist. Wie viele haben wir hier? Hier oben haben wir ein Schwein, der wird wahrscheinlich gleich ziehen. Probieren wir es mal. Yes! Komm schon! Er ist down. Sehr schön. Haben wir sehr gut gemacht. Los, 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 los! Prügeln! Sehr schön, Reinhard. Sehr, sehr schön. Und jetzt will ich hier eine richtig ordentliche Map sehen. Eine richtig ordentliche... Oh mein Gott! Wir sind noch fast hochgeflogen. Oh mein Gott. Ja, das ist halt das Pre-Firen von Junkrat. Er fischt mich noch in der Luft. Los geht's, Leute. Ab mit 41. Ah, nicht schön. Aber vielleicht kriegen wir es doch gebacken. Wir gehen außen rum. Okay, das ist nicht schön. Wir müssen uns hier vielleicht kurz verstecken. Nicht, dass uns der Rettung zieht. Und wenn, wir könnten uns sogar... Der ist doch gleich down, der ist gleich down! Sehr schön, down ist er. Und weiter geht's, Freunde, weiter geht's. Und drauf, 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 drauf! Sehr schön, wir haben Ulti, wir haben Ulti, wir haben Ulti. Wir müssen aufpassen, von wo die kommen. Die haben ein Geschütz um. Sehr schön. Kurz heilen. Oh, wir wurden sogar geheilt. Hi, Jackie! Sehr schön. Und jetzt schön ins Köpfchen. Pam! Oh, 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 oh. Hey, Kollege, Kollege, Kollege. Einmal eine Mauer und ich muss mich unbedingt heilen. Sehr schön. Mit Bay geht schon viel, viel besser rein. Ich will jetzt meine Ulti nicht wasten für ihn. Aber er wird seinen Haken gleich nehmen. Da der Ulti, da der Ulti. Oh mein Gott. Wie awesome ist das denn? Sehr schön. Ulti rauf. Oh mein Gott, wie amazing ist das denn? Hier ist Reaper, hier ist Reaper, hier ist Reaper. Er kann nicht so lange fliegen. Hier kann er nicht raus, hier kann er nicht raus. Wo ist er denn? Der kann hier doch raus. Oh, das wirst du, hier wirst du nicht mehr rauskommen. Hier wirst du nicht mehr rauskommen. Hat es noch probiert zum Medipack? Sehr schön. Das Geschütz können wir einfrieren, by the way. Viele wissen es gar nicht. Das probiere ich jetzt auch. Oh, wir müssen uns unbedingt heilen. Der hat hier gerade die Ulti. Oh, der ist defekt, er ist defekt, er ist defekt. Oh, oh. Und schön hin das Recki. Oh, jetzt direkt. Oh mein Gott, war das amazing. Sehr schön. Brauchen wir die Pack auf die Schnelle. Ja, Junkrat, viel Spaß damit. Klick und dead ist er. Have fun, baby. Also mit May, ich glaube, ich kann mit May am besten spielen von allen. Oh, 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 oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Läuft wie geschmiert. Jetzt haben wir eine Pharah hier. Oh, wir müssen uns kurz hier heilen. Wer jetzt weiß nicht unbedingt. Oh, 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 oh. Sehr schön. Der wollte die Ulti machen, glaube ich. Können wir hier wieder hoch? Nee.
Scheiße, oh, wir haben schon wieder gleich Ulti, Freunde. Die hauen wir doch dann gleich rein. Einfach mal hier reingebrettet. Ich habe keine Ahnung, ob hier was kommt. Und das war's, Friends. Draw, Baby. Also haben wir sehr, sehr gut gespielt, muss sagen. 15 Eliminierungen. Sehr schön, sehr schön. Also, Freunde, ich gewöhne mich so langsam an May. Einer meiner absoluten Faves. Ich habe sie früher gehasst zu spielen. Aber durch diesen Brawl der Woche, wo wir verschiedene Helden ausprobieren mussten. Das heißt, ihr habt im Random irgendwelche Typen bekommen. Hab mich so richtig in die kleine May verliebt. Sie ist wirklich awesome. Leute, wenn ihr sie nicht spielen könnt, probiert es einfach. Probiert sie zu lernen. Sie ist richtig, richtig cool. Längste Killstrike-Eliminierung. 15 Stück mit May. Wohlgemerkt mit May. Sehr, sehr geil, Freunde. Schade eigentlich, dass wir nicht mehr Stimmen bekommen. Aber da ragen jetzt auch mal die anderen. Jetzt gibt es einen Positiv-Rapper. Rap. Okay. Freunde, hätte ich mal gesagt, war es auf jeden Fall von dieser Folge Overwatch. Falls es euch gefallen hat, scheut euch nicht, einen Daumen da zu lassen. Nach oben natürlich. Und ja, dann war es auf jeden Fall von mir. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Euer Wolfenbrüllig. Bye-bye.